So, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei unserem Webinar zum Smoothie Bike selber bauen. Mein Name ist Gudrun Badisch von der Anstiftung. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und seht jetzt auch die Präsentation in der Mitte. Da gab es gerade so ein bisschen Verunsicherung, was man dann so sieht. Ich glaube, bei den Webinaren ist es so, dass man erst wirklich Punkt 7 oder auch wann immer wir das angesetzt haben, wirklich sehen kann, was präsentiert wird. Ah, wunderbar. Ich danke dir, Colette, dass ihr mich gut hört. Das ist immer das Wichtigste. Ihr seht neben mir im Bild Ariane und Lisa von Kante. Ich freue mich sehr, dass wir beide gewinnen konnten für dieses wirklich wahnsinnig interessante Thema heute Abend. Und sie werden sich und Kante auch gleich selber vorstellen. Ihr seht schon, für die, die noch nie bei einem Webinar dabei gewesen sind, dass man in diesem Chatverlauf tippen kann, Fragen stellen kann, Anregungen geben kann. Die Bitte von Lisa und Ariane ist, dass ihr Verständnisfragen jederzeit eintippen könnt. Wenn ihr inhaltliche Fragen habt, dann sagen Sie sozusagen nach den Blöcken immer, dass Zeit für Fragen ist, weil es sein kann, dass das, was ihr wissen wollt, Sie im nächsten Satz dann schon beantworten werden. Also es gibt genug Zeit für Fragen und das wird dann immer nach den inhaltlichen Blöcken der Fall sein. Ich schalte mich jetzt in den Hintergrund. Ihr seht gleich nur noch das Anstiftungslogo von mir, aber ich bin auf jeden Fall dabei und wünsche euch viel Spaß und bis später. Okay. Ja, hallo. Guten Abend auch von uns, von mir, Lisa und Ari. Ari. Genau, wir machen heute Abend das Webinar Smoothie Bike selber bauen mit euch. Und genau, kommen wir zur ersten Vorstellungsfolie. Ich klicke mal weiter. Genau, wir. Wer sind wir? Wir sind Ariane Krause und Lisa Hilfner und wir sind Ingenieurinnen beide. Wir haben an der Technischen Uni zuletzt studiert in Berlin und sind aber auch Bastlerinnen und Bildnerinnen und noch viel mehr. Also das leitet schon hin auf den zweiten großen Punkt, den ich da auf der Folie, den ihr auf der Folie sehen könnt, nämlich dass wir im Kollektiv für angepasste Technik arbeiten und in diesem Kollektiv mit noch mehr anderen Mitkollektivistinnen zusammen verschiedenste Arbeiten rund um Technik, Mensch und Umwelt machen. Das heißt, unter anderem machen wir seit langer Zeit verschiedene Bau- und Bildungsarbeit. Wir geben Workshops und Seminare und Kurse zu technischen Themen, zum Beispiel an Schulen zu erneuerbaren Energien, zum Klimaschutz oder mit Gemeinschaftsgärtnerinnen und der Anstiftung haben wir auch schon viel zusammen gemacht. Wir waren auf Workshop-Tour vor. Dieses Jahr und letztes Jahr sogar mit der Anstiftung zusammen im Westen und Osten des Landes und haben Smoothie-Bikes gebaut unter anderem. Und genau, wir bauen diese jetzt schon seit ein paar Jahren, diese Fahrradmaschinen. Und ein weiterer Teil aber unseres Kollektivs, der Vollständigkeit halber, ist auch, oder zwei weitere Teile sind auch, dass wir uns extrem viel mit alternativen Sanitärlösungen beschäftigt haben, mit Kompostklos insbesondere, und dass wir Begleitung für Baugruppen anbieten, für Gruppen, die in Hausprojekte ziehen und die in einen Bauprozess hineingehen. Das heißt, sie wollen ihr Haus renovieren oder umbauen oder überhaupt erst aufbauen. Und da begleiten wir Gruppen in diesen komplizierten Bauprozessen. Prozessen, sowohl auf der gruppendynamischen Seite als auch auf der inhaltlichen bautechnischen Seite. Genau, und mehr Infos findet ihr unter dem Link, den ich hier eingeblendet habe. So, genau, das ist ein kleiner Eindruck, woher unsere, genau, ich, ein kleiner Eindruck, woher unsere Expertise kommt, die wir jetzt in den letzten Jahren uns zu Smoothie Bikes erworben haben. Hier seht ihr ein Bild, das aufgenommen wurde bei einem Workshop in Potsdam, im Freiland Potsdam, wo wir im Sommer 2018 mit einer Gruppe ein Smoothie-Bike montiert haben. Genau. Und links ein kleiner Eindruck von der Theorie, die wir dabei auch noch mit vermittelt haben. Das Ganze soll so ein bisschen illustrieren, dass wir das Thema sehr autodidaktisch angegangen sind, uns da viel selber beigebracht haben und dann einfach rumprobiert haben und diverse Smoothie-Bikes mit Gruppen gebaut haben und aber auch immer wieder auf Probleme gestoßen sind und noch keins unserer Smoothie-Bikes das absolut perfekte bisher geworden ist.
Genau. Was kommt heute auf euch zu? Der erste Teil unseres Webinars soll euch nochmal erzählen, warum wir eigentlich überhaupt Smoothie Bikes bauen, was uns da angetrieben hat, was für Gedanken dahinter stecken. Als zweites erzähle ich euch was dazu, was eigentlich die Energieumwandlung im Vergleich von Muskel- und Kohlekraft ist. Also wo das Smoothie Bike vielleicht besser ist als die Kohlekraft oder auch nicht. Nur einfach, um ein Verständnis zu bekommen für Energiebegriffe und Energieumwandlung. Als drittes stellen wir euch verschiedene Smoothie Bike Typen dar, um dann bei viertens so richtig in die Tiefe zu gehen und über alle Komponenten und verschiedene Baumöglichkeiten eines Smoothie Bikes einmal zu sprechen, euch da auch ganz viele Bilder zu Workshops gemacht haben. Und bei fünftens nochmal zusammengefasst, was wir denken, was sinnvolle Voraussetzungen sind, die ihr braucht, wenn ihr ein Smoothie Bike bauen wollt. Angefangen bei, man braucht eine Werkstatt bis hin zu Lust, Zeit und Energie. Und bei sechstens noch Hinweise von Dingen, die im Betrieb sinnvoll sind zu wissen. Also genau, lasst euch überraschen. Soweit zu unserer Agenda. Und dann fange ich mal an mit dem Grund, warum wir angefangen haben, Smoothie Bikes zu bauen. Der erste Punkt, Low-Tech-Kriterien. Wir haben, Ariane und ich und noch viele andere, vor Jahren an der Technischen Uni Berlin in der Low-Tech-Werkstatt zusammengearbeitet und haben dort unser erstes Fahrrad gebaut, unseren ersten Fahrradmixer. Und haben uns in dieser Werkstatt auch mit den Kriterien, was eigentlich eine Technik sein soll, die sich Low-Tech nennt, und haben so eine Art ideale Definition von der Technik, die wir gut finden, definiert. Die findet ihr auch, hier ist auch ein Hyperlink versteckt in diesem blauen. Wenn das nachher auch als PDF hochgeladen wird, dann könnt ihr da auch draufklicken und da einfach auf die Seite kommen von dem Bauraum für Low-Tech-Ideen. Ansonsten findet man das auch sofort im Internet unter Bauraum für Low-Tech-Ideen. Genau, und da haben wir eben definiert, was ist eigentlich eine Technik, die wir Low-Tech nennen, und haben da verschiedene Punkte rausgearbeitet. Und dazu gehört unter anderem, dass für eine Low-Tech-Technik die Verfügbarkeit der Rohstoffe sowohl für Bau als auch für Betrieb relevant ist. Also wir würden sagen, zum Beispiel ein Smoothie-Bike ist unter hiesigen Umständen Low-Tech, weil an ein altes Fahrrad und einen alten Mixer eine Gemeinschaft mit nicht so viel Aufwand rankommen kann. Da braucht man nicht keine Kontakte und auch nicht viel Geld, sondern das sind Sachen, die relativ gut verfügbar sind unter hiesigen Umständen. Dazu kommt, dass wir ein Smoothie Bike für verständlich und reparierbar halten. Also man weiß, wenn wir euch das einmal erklärt haben, sozusagen im Laufe dieses Webinars, werdet ihr danach verstehen, wie ein Smoothie Bike funktioniert. Und wenn man versteht, wie es aufgebaut ist und das aus simplen Komponenten auch aufgebaut ist, ist das auch reparierbar. Halten wir es für reparierbar. Das muss nicht heißen, jeder Mensch kann das selbst reparieren, aber er kann sich zumindest die Hilfe suchen, die es ihn reparieren lassen kann, können lässt. Genau, das dritte ist so ein Ökopunkt, dass eben auch uns wichtig ist, dass eine Technik nicht einen riesigen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, sondern dass wir auch die Umwelt nicht mehr belasten wollen als nötig. Und der vierte Punkt ist Akzeptanz und Interesse einer Gemeinschaft. Das soll bedeuten, eine Technik sollte die Nutzenden im Auge haben und die Gemeinschaft, die das später nutzen soll, soll das auch wollen. Also es nutzt nichts, wenn man Leuten, die kein Smoothie-Bike haben wollen, ein Smoothie-Bike hinstellt sozusagen, dann ist diese Technik auch nicht Low-Tech, auch nicht angepasst. Genau, soweit zu diesen vier Punkten, was Low-Tech ist. Und da wir eben uns mit diesen Kriterien viel beschäftigt haben, war das Smoothie Bike für uns eine Möglichkeit, mal auch unsere Definition auszuprobieren und einfach ein einfaches Bauprojekt in der Gruppe selber mal zu verwirklichen. Und so haben wir eben angefangen, die Fahrräder zu bauen, diese Smoothie-Fahrräder. Genau. Ein weiterer Punkt, den wir wichtig finden oder interessant finden, daran ist auf jeden Fall ein sozialer Punkt, und zwar, dass wir das Smoothie Bike gern für pädagogische Zwecke nutzen. Man kann die Themen Energie und auch Ernährung ganz gut daran veranschaulichen und hat auch schöne Gemeinschaftserlebnisse, wenn gemeinsam
Smoothies gemixt werden. Als dritter Punkt, wofür unser Smoothie Bike, wir haben ein eigenes, das wir gelegentlich nutzen. Ein dritter Punkt ist, dass wir zum Beispiel für Events und Stände das schon immer wieder benutzen und dann einfach in so ein cooles Angebot für Kinder haben und viel Aufmerksamkeit damit auf einen Stand zu ziehen ist, wenn man nicht nur Flyer auslegt, sondern auch noch Smoothies mixt. Genau, soweit so zu den Hintergründen, was uns bewegt. Was man hier jetzt nicht findet, ist, dass es jetzt die super Alternative zum elektrischen Smoothie-Mixer ist, weil das einfach ein ganz anderes Anwendungsfeld ist. Wenn ich zu Hause bin und ich brauche dringend was Gemixtes, um Kuchen oder Smoothie zu trinken, dann ist es wahrscheinlich in der Regel nicht unbedingt die Alternative, dass ich jetzt rausgehe und mich auf ein Fahrrad setze. Aber es gibt ganz tollen Anwendungsbereich dafür, also den wir hier auch so ein bisschen versucht haben darzustellen. Genau, so viel zum Hintergrund. Ich mache einfach mal weiter und hoffe, das Bild kommt gleich wieder oder Gudrun kümmert sich drum. Sehen die anderen denn, jetzt sieht Colette Eisenhut, schreibt gerade, sie sieht kein Bild. Sehen die anderen das Bild? Okay. Okay, einige sehen sehr viel, dann mache ich einfach mal weiter. Gudrun kümmert sich, super. Wir wollen kurz die Gruppe Maya Pedal vorstellen. Das ist eine guatemaltekische Organisation, die seit ungefähr 2000 Fahrradmaschinen gebaut haben und auch teilweise ihre Bauanleitung online stellen. Ihr findet die auch unter, wenn ihr Maya Pedal sucht, eingebt, dann findet ihr die auch. Unten steht auch der Link, sehe ich gerade auf unserer Folie, mayapedal.org. Und die haben uns auch stark inspiriert. Dieses Fahrrad hier war nämlich unser erstes Smoothie Bike, dieses hier zu bauen. Und haben unzählige verschiedene Fahrradmaschinen gebaut. Teilweise sind es viele Geräte sind eigentlich eher landwirtschaftlicher Richtung. Da gibt es Mühlen, es gibt Nussschäler, es gibt, hier ist so ein Gerät, das Maiskolben abschält. Oder hier haben sie auch einen Smoothie-Mixer gebaut. Hier vorne sieht man den Mixerbecher. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen, bis hin zu Waschmaschinen und solchen größeren Geräten haben die Fahrradmaschinen gebaut. Genau, was ist mit stationäre Designs? Es geht gerade rückwärts. Moment, okay. Was es damit auf sich hat, erklären wir euch in einem späteren Punkt nochmal genauer. Bezeichnet eine bestimmte Art, wie man die Fahrräder grundsätzlich aufbauen kann. Soweit dazu. Vielleicht kurzer erster Block. Gibt es da gerade konkrete Fragen zu? Ich warte mal ein paar Sekunden, ob jemand tippt. Nein? Okay. Dann mache ich einfach weiter. Es ist ja auch erst der allererste Teil und erzähle euch jetzt etwas zur Energieumwandlung. Hier geht es um die Grundlagen von Energie und Leistung. Was wir generell machen, ist ja, wir bauen einen Mixer, der Smoothies mixen kann und der dann nachher ohne elektrische Energie, nur mit mechanischer Energie, einen Smoothie euch herstellen kann. Und wichtig, um sozusagen nochmal die Grundlagen zu verstehen, was der Unterschied ist zu einem elektrischen Smoothie-Mixer, habe ich hier auf der Folie zusammengestellt und gehe das jetzt Stück für Stück durch. Der erste Punkt, den man über Energie wissen muss, ist, dass sie nicht hergestellt werden oder verloren gehen kann, sondern nur umgewandelt werden kann. Das heißt, wenn wir sagen, Energie wird erzeugt, was wir in der Alltagssprache tun, dann ist das eigentlich physikalisch nicht korrekt. Es ist ja aber auch nicht wahnsinnig schlimm, weil alle wissen, was darunter zu verstehen ist. Aber grundsätzlich gibt es keine neu hergestellte Energie, sondern es gibt immer nur Umwandlung. Und ein Kraftwerk, zum Beispiel ein Kohle- oder ein Atomkraftwerk oder auch ein Windrad oder eine Solaranlage, sind eigentlich Anlagen, die Energie umwandeln und nicht erzeugen. Und meistens nutzbare Formen wie Strom und Wärme. Das sind die Hauptarten, zumindest im Haus, wie wir Energie von außen
holen, also zumindest Energie aus dem Kraftwerk. Dazu käme noch ein Auto, Mobilität, da wird auch immer Energie umgewandelt, um sich zu bewegen. Aber zu Hause wollen wir hauptsächlich Strom und Wärme. Und was passiert in so einem Kraftwerk? Ich habe schon gesagt, das ist eine Umwandlung von Energie und ich mache das mal an zwei Beispielen jetzt sichtbar. Vielleicht fange ich sogar mit dem unteren an, das ist jetzt falsche Reihenfolge, aber vielleicht um direkt anzuknüpfen. Ein Kohlekraftwerk, das stellt aus Kohle elektrischen Strom her. Ich gehe hier mal die einzelnen Schritte durch. Was nämlich genau passiert im Kohlekraftwerk ist, wir verbrennen Kohle. Ihr seht hier chemisch. Das chemisch bedeutet, in der Kohle ist Energie gespeichert. In der Kohle ist Energie gespeichert. Die ist erstmal nur chemisch vorhanden und die können wir uns holen, indem wir die Kohle verbrennen. Dann wird nämlich diese Energie frei. Nicht jedes Material brennt ja. Zum Beispiel ein Stein brennt nicht, der hat keine chemische Energie, aber Kohle oder wenig. Aber Kohle brennt, das heißt, eine chemische Energie von einem Material wird umgewandelt in Wärme. Das Feuer, das entsteht, wenn wir die Kohle verbrennen. Und im Kohlekraftwerk wird das Feuer, das die Kohle erzeugt, dazu genutzt, Wasser zu erhitzen, was Dampf erzeugt. Den seht ihr auch hier, den Dampf. Und dieser Dampf, der bewegt sich. Dieser Dampf bewegt sich, deswegen habe ich hier Bewegung hingeschrieben, weil die Wärme wird in Bewegung umgewandelt in aufsteigenden Wasserdampf. Und dieser Wasserdampf, der treibt im Kohlekraftwerk eine Turbine an, ein Generator, und der erzeugt Strom. Das ist das gleiche Prinzip wie euer Dynamo am Fahrrad, der erzeugt auch aus einer Drehung Strom. Und hier konkret habe ich jetzt den Weg bis zum Smoothie in den Smoothie-Mixer verfolgt. Und was passiert im Smoothie-Mixer mit dem Strom, den wir in unserem Kraftwerk erzeugt haben? Wir erzeugen wieder Bewegungsenergie, weil im Smoothie-Mixer dreht sich das Messer. Genau, der Wirkungsgrad von so einer Umwandlung von Kohle in Strom beträgt ungefähr 30 bis 40%. Das heißt, man kann nicht mal die Hälfte der Energie, die wir reinstecken, also nicht mal die Hälfte von der Energie, die in der Kohle gespeichert ist, kann man am Ende auch als Strom nutzen, sondern es sind nur ein geringer Teil. Der Rest geht in Form von Wärme für uns verloren. Okay, vergleichen wir das jetzt mal mit dem Menschen. Dann ist beim Menschen hier ein bisschen kürzer, wenn wir einen Smoothie machen. Der Mensch nimmt Energie zu sich, chemische Energie in Form von Essen. Das Essen hat eine Energie, die nehmen wir auf. Wir wandeln das erstmal in einen Energiespeicher in unserem Körper um. Der ist auch chemisch, also sowas auf so einer atomaren, molekularen Ebene, ganz klein. Und den wandeln wir in Bewegung um, diese Energie, wenn wir in die Pedale treten beim Smoothie Bike. Und das hat ungefähr einen Wirkungsgrad von 14 bis 27%. Also auch der Mensch ist nicht super effizient. Wir können nur einen kleinen Teil der Energie, die wir uns zuführen, auch wirklich in eine Bewegung umwandeln. Ein ganz großer Teil geht einfach nur dafür drauf, dass wir atmen, dass unser Gehirn funktioniert und wir produzieren auch ganz viel Wärme. Und auch das ist eine Form von Energie oder jetzt, wenn man es als Kraftwerk betrachten würde, Energieverlust. Okay, das soll das so grob einrahmen. Vielleicht was zu mitnehmen ist, also ob wir jetzt einen Smoothie mit einem Fahrradmixer oder mit Strom herstellen, da kommen unterschiedliche Energieumwandlungen zu tragen. Und wenn wir mit dem Fahrradmixer einen Smoothie herstellen, dann ist das ein relativ kurzer Pfad. Und bei der Kohle kommen sehr viele einzelne Umwandlungsschritte, bevor wir unseren finalen Schritt, diesen Smoothie-Mixer zu betreiben, erreichen. Okay, ich vergleiche das jetzt noch in einer weiteren Folie nochmal genauer. Und zwar geht es jetzt darum, um die Frage, wollen wir jetzt mit Muskeln oder mit Kohle eigentlich mixen? Ein erster wichtiger Punkt ist, egal ob mit Muskeln oder Kohle, wir brauchen immer die gleiche Menge Energie, aber unterschiedlich ist, wie viel Leistung wir dabei haben. Leistung ist sowas wie, ob wir den Smoothie langsam mixen, schnecken langsam, oder ob wir ihn schnell mixen.
wenn wir den Smoothie langsam mixen, brauchen wir länger, aber wir haben am Ende die gleiche Energie reingesteckt. Wenn wir ihn schnell mixen, dann brauchen wir kürzer, aber wir haben auch die gleiche Energie reingesteckt. Ich mache das mal in einem, genau, und die Zeichen vielleicht kurz zur Erklärung. Energie ist gleich Leistung mal Zeit, ist die Physik dahinter, und man drückt, kann das ausdrücken in Leistung, die Zahl für Leistung oder das Zeichen für Leistung ist Watt, und für Zeit ist es in der Regel Sekunden. Und wenn man Watt mal Sekunden nimmt, dann kriegt man Wattsekunden raus. Und das hier ist ein Zeichen für Energie und eine Dimension gröber, weil das auf Haushalts- und Alltagsebene oft relevant ist, ist es in Kilowattstunden. Dann ist die Einheit Kilowattstunden und die Leistung ist Kilowatt und die Zeit ist Stunden. Das kennt ihr wahrscheinlich von Stromrechnungen und so weiter. Genau, und kommen wir jetzt zum konkreten Vergleich von unseren beiden Möglichkeiten, den Smoothie zu mixen. Dann habe ich die hier mal in dieser Tabelle gegeneinander aufgestellt. Und wir haben nochmal wieder die gleiche Leistung. Wir wollen nämlich 18.000 Wattsekunden reinstecken. Das ist eine Zahl, die habe ich mir einfach überlegt, so grob mal geschaut, wie lange brauche ich, um Smoothie zu mixen und mit welcher Leistung. Und dann komme ich darauf, dass ich bei ungefähr 18.000 Wattsekunden, also bei ungefähr so viel Energie, einen Smoothie herstellen kann, wenn ich so viel Energie reingesteckt habe mit einem Mixer. In Kilowattstunden umgerechnet ist das die obere Zahl. Und ich mache jetzt mal den Zeiger an, das ist irgendwie schöner. Genau, in Kilowattstunden umgerechnet ist es das. Und was sich jetzt unterscheidet vom elektrischen Mixer und dem Fahrradmixer ist die Leistung. Der elektrische Mixer hat nämlich eine viel, viel höhere Leistung. Der hat 1800 Watt. Das ist eine Zahl. Es gibt auch elektrische Mixer, die weniger oder ein bisschen mehr haben. Das hier ist jetzt schon so ein moderner Hochleistungsmixer, die man jetzt irgendwie öfter sieht. Und das hier ist eine Leistung, die man beim Fahrradfahren über einen gewissen Zeitraum haben kann. Nicht ewig, aber das geht schon. Also die Leistung, die man beim Fahrradfahren erbringen kann auf die Pedale, liegt so zwischen 75 und 500 Watt, wobei man 500 Watt wirklich nur für Sekunden erbringen kann und das natürlich auch auf die körperliche Verfassung und das Fahrrad ankommt, was da geht. Somit ist 100 Watt so eine eher niedrige Zahl, die man aber dann auch eine Zeit lang strampeln könnte. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie lange wir brauchen, um diese Energie reinzustecken. Wir müssen wissen nämlich, wir müssen insgesamt 18.000 Wattsekunden reinstecken, damit wir am Ende einen Smoothie haben. Dann seht ihr, dass wir bei dem elektrischen Mixer 10 Sekunden bräuchten, während wir beim Fahrradmixer 180 Sekunden bräuchten. Das wieder mit dieser Formel von vorhin verglichen, nämlich die da war, Energie ist gleich Leistung mal Zeit, sieht man hier, weil das so schöne, einfache Zahlen sind. Wenn ihr die Zeit, die Mixdauer ist die Zeit, mal die Leistung nehmt, dann kriegt ihr raus, welche Energie ihr reingesteckt habt. Und auch hier 180 mal 100 Watt sind eben auch 18.000 Wattsekunden. Also brauchen wir wesentlich länger mit dem Smoothie Bike, haben nämlich eine geringere Leistung gehabt, aber haben nach 180 Sekunden ungefähr das gleiche Ergebnis wie der elektrische Mixer nach 10 Sekunden. Man muss dazu sagen, dass es nicht hundertprozentig richtig ist, weil es kommt beim Smoothie-Mixen auch darauf an, wie schnell man etwas durchfahren kann. Manche Sachen gehen halt im Smoothie-Mixer, werden sie nur zu Brei, wenn man sehr schnell ist. Und der elektrische Mixer ist einfach wahnsinnig schnell. Der hat um die 30.000 Umdrehungen pro Minute. Und das können wir mit unserem Fahrradmixer eigentlich nicht hinkriegen, so schnell zu sein. Deswegen kann man nur sagen, das Ergebnis ist ungefähr so ähnlich. Ich habe, nur um das einmal zu veranschaulichen, nochmal die CO2-Emissionen, die jetzt beim elektrischen Mixer dadurch anfallen, hier zusammengestellt. Ohne dass ich darauf näher eingehen will noch, sind das 2,5 Gramm CO2, die dadurch frei werden. Und das kommt so zustande, dass ich die Energiemenge nehme, die ich gebraucht habe, um meinen Smoothie zu mixen, und multipliziere mit der CO2-Emission, die... Oh, das ist ein Fehler hier mit dem Kilogramm. Da müsste pro Kilowattstunde stehen, sehe ich gerade. Das korrigiere ich mal schnell. Kilowattstunde. So, das ist die Menge an CO2, die frei wird beim deutschen Strommix.
pro produzierter Kilowattstunde. Das genau heißt, aus allem Strom, der in Deutschland produziert wird, im Jahr der Mittelwert ausgerechnet. Kohle hat einen hohen CO2-Ausstoß, Windkraft einen geringen, und dann wird das auf den anteilig eben ausgerechnet. Und insgesamt sind das ungefähr diese 500 Gramm. Ich werde das jetzt gar nicht näher erläutern, ob das jetzt viel oder wenig ist. Einfach nur, man kann sozusagen Strom auch relativ direkt in CO2-Emissionen umrechnen. Wir haben hier keine CO2-Emissionen, wenn wir da nur strampeln. Müssen aber ehrlicherweise sagen, dass wir uns natürlich auch ernähren müssen, um strampeln zu können, sodass wahrscheinlich die Null nicht ganz stimmt, außer man bezieht hier nur elektrischen Strom ein. Also hier gibt es kein CO2 aus elektrischem Strom. Es gibt aber CO2, das bei unserer Ernährung und beim Atmen natürlich frei wird. Das konnte ich aber nicht ausrechnen. So, dann, okay, dann frage ich an dieser Stelle nochmal nach Fragen. 500, ah ja, genau, Lothar Kramer wollte, hat das auch schon bemerkt, dass das falsch war mit den Kilogramm. Genau, vielen Dank. Gibt es noch Fragen zu dem ersten Teil mit der Energie und der Leistung? Okay. Okay, dann übergebe ich mal für den nächsten Teil an Ariane. Und wenn noch Fragen kommen, können wir die auch im weiteren Verlauf des Webinars noch klären. Genau. So, jetzt kommen ein paar mehr Bilder im folgenden Teil. Jetzt wollen wir mit euch einfach aus unseren Erfahrungen aus dem Bau von 7 Smoothie-Bikes insgesamt einfach unsere Erfahrungen teilen. Was hat gut geklappt, was hat auch nicht so gut geklappt, damit ihr vielleicht die gleichen Fehler nicht macht oder zumindest wisst, was die Herausforderung ist und das anders machen könnt. Vielleicht kurz nochmal zur Einordnung. Also es gibt so grob gesagt zwei Parameter, wo sich Smoothie-Bikes unterscheiden. Das eine ist, sie können stationär sein oder sie können mobil sein. Stationär haben wir hier links ein Beispiel, das heißt, es ist eine Fahrradmaschine, die letztlich nur noch eine Fahrradmaschine ist, die an einem Ort steht. Natürlich kann die noch von einem Ort an einen anderen Ort dann getragen werden, transportiert werden, mit dem Lastenfahrrad oder mit dem Auto gefahren werden. Aber es ist eine Maschine, die letztlich hauptsächlich dafür gedacht ist, an einem Ort zu stehen, und es ist kein Fahrrad mehr. Während mobile Smoothie-Bike-Typen von uns so verstanden werden, das sind Smoothie-Bikes, die sowohl ein Smoothie-Bike sind, aber auch noch ein ganz normales Fahrrad sein können. Also das ist eine Unterscheidung, ist es ein stationäres oder ein mobiles Smoothie-Bike, und dann gibt es noch die Unterscheidung, ob der Mixer vorne, also vor dem Lenker ist, oder ob der Mixer hinten ist. Das sind nochmal zwei Unterscheidungsmerkmale, wobei es unserer Erfahrung nach oder unserer Recherche nach meistens so ist, dass wenn der Mixer vorne ist, dann muss das Fahrrad auch stationär gebaut sein. Und wenn das Fahrrad mobil sein soll, ist es eigentlich nur möglich, hinten den Mixer zu installieren. Liegt vor allem daran, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen und treten, wird die Kraft über eine Kette auf das Laufrad übertragen, und davon diese Drehbewegung dann auf dem Laufrad wollen wir nutzen, um den Mixer anzutreiben. Das heißt, wenn wir unser Fahrrad noch ganz normal benutzen wollen, dann geht die Kette immer nach hinten zum hinteren Rad. Das heißt, wir können nur hier die Drehbewegung abgreifen, um den Mixer zu installieren. Wenn wir das aber vorne haben wollen, vor dem Lenker, was natürlich einen Grund hat, dass wir es gut sehen können, dann sind gewisse Umbaumaßnahmen am Fahrrad notwendig. Hier seht ihr es schon angedeutet. Die Kette geht dann nämlich nicht nach hinten, sondern sie geht nach vorne. Details davon zeigen wir euch gleich nochmal. Genau, das ist jetzt auch nochmal ein Foto, was wir euch zeigen wollten, nur zum Einordnen. Es gibt auch Smoothie-Bikes zu kaufen. Eins ist zum Beispiel das Modell oder von der Firma Fender Blender. Hat einen stolzen Preis von ungefähr 1.800 Euro. Also ist eine gute Motivation, warum man sich so ein Smoothie-Bike auch selber bauen könnte. Das sind natürlich schicke Fahrräder, die relativ schlank gebaut sind, sodass es da doch auch möglich wäre, in der Wohnung das Smoothie-Bike anzuschmeißen und sich einen Mixer zu mixen. Der hohe Preis wahrscheinlich aufgrund der eher geringen Stückzahlen. Genau. Aber jetzt machen wir weiter mit dem Selbstbau von Smoothie-Bikes. Also, woraus besteht eigentlich so ein Smoothie-Bike?
Wir brauchen ein Fahrrad. Dieses Fahrrad braucht einen Ständer, also einen zusätzlichen Ständer, den wir bauen müssen. Wir brauchen einen Mixer hier oben und wir brauchen einen Antrieb, der nämlich nun dieses Laufrad oder das drehende Rad mit den Mixerblättern letztlich, den Schneidblättern im Mixer verbindet. Und dieser Mixer ist auch auf einer Plattform, der muss irgendwie befestigt werden am Fahrrad, das heißt, er steht meist auf so einer Plattform. Durch diese vier Komponenten werde ich jetzt einmal durchgehen, wie wir das so gemacht haben oder was wir dazu zu sagen haben. Beginnen wir mit dem Fahrrad. Zunächst die Frage, alt oder neu? Unserer Meinung nach gibt es genug alte Fahrräder, dass wir die nutzen könnten. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt ein neues Fahrrad zu kaufen. Kann natürlich aber unter bestimmten Gründen auch Sinn machen, ein neues Fahrrad zu kaufen, wenn es konkrete Anforderungen gibt an das Fahrrad, was jetzt so nicht gefunden wird. Ich gehe jetzt mal durch verschiedene Fahrradtypen eher durch. Einmal große Räder, also Fahrräder mit 26 oder 28 Zoll Rädern, also hier die Laufräder. Das sind letztlich die Fahrräder, die von der Übersetzung her am besten geeignet sind. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein, was das bedeutet, Übersetzung, aber schon mal grob zusammengesetzt. Wenn ich hier in meinen Mixer mit diesen kleinen Schneidermessern eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit haben will, oder diese Geschwindigkeit wird umso höher, umso größer das Laufrad ist, das diesen Mixer, die Mixerschneidemesser antreibt. Deswegen sind große Räder mit großen Laufrädern sehr gut dafür geeignet. Der Nachteil ist unserer Erfahrung nach, dass diese Räder für einige Menschen einfach zu groß sind. Wir hatten unser erstes Smoothie-Bike, war hier so ein großes 28-Zoll-Rad mit einer hohen Stange. Und es kam immer wieder vor, wenn wir das Fahrrad im Einsatz hatten, dass Leute nicht das Fahrrad nutzen könnten. Zum einen Kinder und Jugendliche, aber auch einfach kleinere Menschen. Und das hat uns schon immer mehr auch gestört. Deswegen würden wir dazu raten, wenn ihr ein großes Fahrrad bauen wollt, dann nehmt auf jeden Fall eins mit einer tiefen Stange und nicht mit einer hohen Stange. Hier geht es ja auch nicht darum, dass das Fahrrad irgendwie extrem geländegängig und super die maximale Stabilität, der Rahmen die maximale Stabilität hergibt, sondern dass es für viele Leute zum Spaß geeignet ist. Genau, ich habe die Frage gesehen, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, beziehungsweise ich kann kurz, die Frage ist, ob es denn auch Fahrräder gibt, dass man auch beim Fahrradfahren selbst mixen kann. Bisher, wir haben nur eins gefunden. Ihr könnt euch schon vorstellen, jetzt wenn ich mit dem Fahrrad fahren würde, wenn hier hinten kein Ständer ist, dann könnte ich jetzt einfach losfahren. Man muss natürlich sicherstellen, dass dieser Mixer richtig fest montiert ist. Gleichzeitig soll der soll ja einfach abnehmbar und wieder draufzusetzen sein. Dann muss ich den ziemlich fest festzurren oder montieren, braucht eine richtig gute Verankerung, dass der Mixer mir dann während der Fahrt nicht runterfällt. Und wie Lisa ja auch gerade schon hergeleitet hat, braucht es halt nur 1 bis 2 oder 3 Minuten, bis der Mixer, bis es gemixt ist, der Smoothie gemixt ist. Das ist jetzt auch nicht die Zeit für eine große Fahrradtour. Und während der Fahrradtour den Mixer füllen und dann wieder hinten drauf montieren, ist auch ziemlich kompliziert. Könnt ihr aber gerne ausprobieren. Wir haben es jetzt nur für die Anwendungsfälle, die wir meistens beobachtet haben oder erfahren haben, wo so ein Smoothie-Bike gut ist. Das ist auf Ständen, auf Stadtteilfesten oder auch an der Uni oder im Kindergarten oder bei der Schule bei einem Sommerfest. Und das sind eher Orte, wo es eigentlich ganz gut ist, wenn das Fahrrad an einem konkreten Ort steht und nicht noch zwischen den Menschenmassen rumgekurvt wird. Aber es gibt tatsächlich YouTube-Videos, wo es hinten beim Fahrradfahren gemixt wird. Könnt ihr ausprobieren. Die Variante mit Mixer vorne würde dann aber nicht gehen. Weil wenn ihr die Kette hier vorspannt, ihr braucht ja zum Lenken, muss das vordere Rad beweglich bleiben. Dann würdet ihr Probleme bekommen, dass die Kette euch immer wieder runterfällt. Genau. Also wir gehen heute nicht auf Fahrräder ein, wo während des Fahrens gemixt wird. So, ich gehe wieder weiter zu den Rädern. Also Vorteile von Rädern mit großen Laufrädern haben eine gute Übersetzung. Nachteil ist, sie sind für einige Menschen oder viele Menschen einfach zu groß. Wenn großes Rad, dann eins mit einer tiefen Stange. Unsere Favorites eigentlich mittlerweile sind Klappräder oder wir nennen sie einfach nur Klappis. Die haben sich ziemlich gut als ziemlich praxistauglich erwiesen, einfach weil sie für möglichst viele Menschen passen. Kinder ab circa 8 Jahren oder 6 bis 9 Jahren, natürlich je nach Wachstum, können diese Fahrräder ziemlich gut benutzen.
sie haben einen großen Sympathiefaktor auch, solche Klappräder. Und sie sind auch leicht transportierbar, falls es dann doch mal mit Auto transportiert werden muss oder auch mit einem Lastenrad, also wenn die Strecke irgendwie zu groß ist, um mit dem Klappi selbst zu fahren. Und sie sind auch so noch alltagstauglich und eine gute Ergänzung im Alltag als Zweitfahrrad sozusagen. Der Nachteil ist, es ist eine suboptimale Übersetzung, weil eben dieses Rad viel kleiner ist. Wie gesagt, auf die Übersetzung kommen wir nachher nochmal. Dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt Kinder haben, die kleiner als oder jünger als 8 Jahre oder 6 Jahre sind und aber trotzdem auch ein Smoothie-Bike haben wollen, auch ein Kinderrad zu verwenden. Da kommen wir dann aber wirklich dahin, dass das Laufrad zu klein wäre, um noch eine sinnvolle Übersetzung hinzubekommen. Deswegen haben wir bei diesem Fahrrad, was wir mal für einen Kinderbauspielplatz gebaut haben, haben wir hier vorne die Gabel des Kinderfahrrads rausgenommen und mit einer 28-Zoll-Gabel von einem Erwachsenenrad quasi ersetzt und haben dann ein großes Laufrad eingebaut. Dieses Fahrrad ist jetzt so als Fahrrad natürlich nicht mehr funktional, deswegen ist es auch in einem festen Ständer eingebaut, also ganz stationär. Also nochmal zusammengefasst, und für ein Kinderrad kann der Vorteil sein oder der Grund, warum wir das nehmen, weil es einfach für kleine Menschen auch passt, Alter vielleicht 3 bis 8 Jahre. Es ist ein bisschen, der Nachteil ist, es ist ein bisschen aufwendiger zu bauen, weil man eben dieses große Laufrad einbauen muss, die Gabel austauschen muss und es muss stationär gebaut sein. Auch aus dem Grund, wenn man es für Kinder baut, dass es eigentlich wirklich robust oder im Sinne von stabil stehen muss. Und dieser Ständer dann zu bauen, dass das Fahrrad wirklich komplett stabil steht, ist ein bisschen aufwendiger. Da zeige ich nachher Fotos von. Genau, das war es jetzt eigentlich zu der Wahl des Fahrrads. Jetzt gehen wir weiter mit dem Ständer, da kommen wir jetzt schon hin. Der Ständer hat die Aufgabe, das Rad aufzubocken, sodass hinten das Laufrad frei läuft und eben durch die Drehbewegung dann die Messerschneiden in unserem Mixer antreiben kann. Und was auch wichtig ist, dass der Ständer stabil ist. Wenn eine Person auf dem Fahrrad sitzt und sich bewegt, weil sie sich vielleicht auch ein bisschen freut, dass sie jetzt einen Smoothie mixt, dann sollte das nicht gleich umfallen. Das sind so die 2 Hauptaufgaben. Genau, wir haben verschiedene Ständer gebaut. Wir haben einmal einen Ständer zum Klappen gebaut. Das heißt, der Ständer ist, wie ihr seht hier, quasi an der Narbe des Hinterrads fest befestigt. Hier sieht man nochmal in der Nahaufnahme. Hier mit so einem Flachstahl geht es dann rüber zu dem Ständer. Seht ihr dieser Teil hier, diese beiden Löcher, die sitzen auf der Narbe des Hinterrads auf, sind mit dem Ständer verbunden. Und somit ist es möglich, den Ständer nach oben zu klappen, wenn wir das Fahrrad als Fahrrad benutzen oder zum Smoothie machen hin und zurückfahren. Und wenn wir dann Smoothies machen wollen, dann flippen wir den einfach runter und bocken das Fahrrad auf. Hier sind nochmal Draufsicht und Seitenansicht. Diese Fotos sind aus einem Webinar, was wir mal gemacht haben, zum fahrradbetriebenen Häcksler. Da findet ihr auch die nochmal Zeichnungen dazu und Maße. Genau, diese Ständer sind sehr robust. Man hat den Ständer quasi immer mit dabei, kann ihn hoch und runter klappen. Das ist eigentlich ganz gut. Wir haben uns trotzdem auch mal damit beschäftigt, noch einen viel einfacheren Ständer zu bauen, der einfach nur lose ist und wir das Rad einsetzen. Der Vorteil davon ist, dass es einfach noch leichter ist und das Fahrrad tatsächlich, wenn es nicht zum Smoothie-Mixen benutzt wird, einfach als ganz normales Fahrrad benutzt werden kann. Weil wir machen jetzt nicht jeden Tag eine Smoothie-Action und sonst würde das Fahrrad mit dem schweren Ständer immer nur im Fahrradschuppen rumstehen. Und mit diesem ganz einfachen Ständer können wir trotzdem unser Fahrrad als Fahrrad nutzen. Und wenn wir Smoothies mixen wollen, dann nehmen wir halt noch den Ständer mit. Der ist relativ leicht, der ist auch günstiger, weil wir eben weniger Material brauchen und es ist auch einfacher zu bauen. Diese Verbindung hier hinzubekommen, dass das wirklich sicher auf der Narbe liegt, dass da nicht noch irgendwas im Weg ist, da muss man schon ein bisschen rumtüfteln und zu gucken, mit welcher Schaltung. Kann immer sein, dass ein Teil von der Schaltung im Weg ist. Wie löse ich das dann? Wie lange muss das hier sein? Muss ich noch einmal mehr ums Eck gehen? Das ist ein bisschen mehr Tüftelei, während dieses Design einfach ziemlich einfach ist. Das ist auch schon so ein bisschen von uns in die Richtung optimiert, dass wir glauben, so ist es wirklich genau so leicht, wie es sein kann und so stabil, wie es noch sein sollte. Ihr seht, das hat quasi oben einfach nur, hier haben wir reingebohrt und dann mit der Flex ausgeschnitten. Das heißt, hier ist einfach nur so ein kleiner, wie so ein Schaft, wo dann das Fahrrad eingesetzt wird. Dazu haben wir hinten auf die Hinterrad
Achse von außen nochmal so Schrauben reingemacht, oder man kann auch einfach eine längere Gewindestange oder, naja, das fällt mir nicht ein, einen längeren Schnellspanner quasi, also diese Schraube, die durch die Achse durchgeht, nehmen, dass rechts und links noch außerhalb der Radachse quasi ein Überstand ist, und diese Schraube wird dann hier einfach eingesetzt. Genau. Am einfachsten ist es aber mit so Maschinenschrauben von rechts und links in den Rahmen auf ungefähr auf Höhe der Achse reinzuschrauben. Genau, das ist so ein einfaches. Es kann natürlich sein, deswegen ein bisschen weniger stabil. Man kann jetzt nicht viel Seitwärtsbewegung dann auf dem Fahrrad machen, sonst kann es sein, dass es irgendwann mal hier auf der Seite rausflippt. Also er ist ein bisschen weniger stabil. Genau, und dann gibt es noch die Variante ganz fester Ständer. Den haben wir jetzt eben vor allem gebaut, weil wir, als wir ein Smoothie-Bike für einen Kinderspielplatz gebaut haben. Das sollte ja wirklich sehr stabil sein. Und vor allem ist es auch ein Kinderbauspielplatz, wo auch die Kids mal ohne Erwachsenen sein sollen. Deswegen musste das sehr stabil sein. Das heißt, dieser Mixer ist wirklich hier hinten befestigt, vorne befestigt und in der Mitte auch noch aufgeständert. Er ist ziemlich weit ausladend, sodass auch das Fahrrad nicht schnell kippen kann. Es ist wirklich am Fahrradrahmen festgeschweißt. Dazu müsst ihr erst mit der Flex den Lack des Fahrrads abnehmen, damit ihr quasi den Stahl blank liegen habt. Und dann kann man aber mit dem Stahl einfach direkt dran schweißen. Ist natürlich auch eine Schraubverbindung möglich, dass es wieder abnehmbar ist. Aber wir haben es jetzt hier geschweißt. Der ist super stabil. Der Nachteil ist natürlich, es ist ein bisschen aufwendiger zu bauen. Man muss hier viel am Fahrrad auch vorbereiten, eben den Lack abtragen. Man muss sich genau überlegen, wie passt das. Und das Fahrrad ist nicht mehr wirklich mobil, weil es schon ziemlich schwer ist, mit dem Rahmen durch die Gegend zu tragen. Aber hier war das Fahrrad gemacht für den Garten und sollte es auch immer noch, von daher passt es. Genau, wenn ihr ein Fahrrad baut, bei dem ihr den Mixer vorne installieren wollt, wie es eben bei diesem hier der Fall ist, hier ist vorne der Mixer, deswegen haben wir auch so einen stabilen Ständer gemacht, dann tauschen wir eben vorne das Rad aus durch ein Rad, was auch ein Ritzel auf der Narbe hat, sodass wir hier die Kette umspannen können. Normalerweise tut beim Fahrrad ja die Kette, wird hier vorne von den Pedalen wird das Kettenblatt angetrieben und das Kettenblatt treibt dann über die Kette das Ritzel auf dem Hinterrad an, und hier wird es umgedreht. Das Vorderrad hat auch ein Ritzel und über eine Kette wird vom Kettenblatt dieses Ritzel vorne angetrieben. Damit das Ganze stabil ist, braucht man auch noch einen Kettenspanner-Vorrichtung, die auch noch mit an den Ständer angebracht wird. Also letztlich ein kleines Rädchen, was ihr vielleicht aus denjenigen kennen, die keine Nabenschaltung haben, sondern eine Mehrgang-Kettenschaltung, dass man hier immer noch so ein kleines Ritzel hat, was die Kette auf Spannung ist, hier auch noch mit, wir haben es mal als mit Teil des Ständers gemacht, weil es eben am Ständer angebracht wird. Das ist hier oben und unten mit angeschweißt. Weil wenn wir das nicht gemacht hätten, dann ist immer wieder auch die Kette runtergefallen, weil nicht genug Spannung drauf war. Genau. Das zu den Ständern. Noch der letzte Punkt. Genau, in diesem Beispiel seht ihr, es ist auch möglich, einfach alte Fahrradteile wiederzuverwenden. Hier haben wir eine Gabel zweigeteilt von einem 28-Zoll-Rad und haben die Teile jeweils benutzt, um jetzt hier oben die Aufhängung zu haben, wo wir das Fahrrad reinsetzen können. Und damit ihr euren Ständer möglichst lange auch selbst benutzen könnt, ist wichtig, dass ihr ihn am Ende auch nochmal lackiert. Sonst würde er rosten. Genau, das war's zu den Ständern. Jetzt kommen wir zum Mixer. Wir haben bei unseren Smoothie-Spikes bisher hauptsächlich alte Elektromixer verwendet, meistens über eBay Kleinanzeigen eine Suche gestartet, wer uns alte gebrauchte Mixer schenken will. Genau, würden auf jeden Fall empfehlen, gebrauchte Mixer zu kaufen. Das braucht keine neuen Mixer, weil bei uns kann die Elektrik ja kaputt sein. Und es geht bei Haushaltsgeräten immer, dass es eigentlich noch funktioniert, nur die Elektrik ist kaputt. Und genau dafür ist dann ein Smoothie-Bau die richtige Anwendung. Was zu empfehlen ist, auch einen Mixer zu kaufen, bei dem die Messer demontierbar sind, weil dann könnt ihr die auch mal rausnehmen und schärfen, wenn ihr den Mixer länger im Betrieb habt. Und dann gibt es Mixer, bei denen hier oben das Mixergefäß aus Glas ist oder aus Plastik ist. Das ist letztlich
egal, könnt ihr machen, was euch, hat beides Vor- und Nachteile, wie robust das ist oder für den Geschmack, müsst ihr selbst entscheiden, es ist egal. Von diesem Mixer machen wir dann den unteren, den elektrischen Antriebsteil quasi, können wir komplett wegmachen. Und auch wenn noch Elektromotorteile mit dem Mixerbecher verbunden sind, ist es auch zu empfehlen, die komplett zu entfernen, bis ihr wirklich an die kleine Schraube kommt, die von unten aus dem Mixer rausschaut, die oben die Mixermesser im Inneren des Mixerbehälters festhält. Genau. Das ist jetzt nochmal die Teile. Jetzt kommen wir dahin, wie können wir diesen Mixer eigentlich befestigen am Fahrrad. Ein kleiner Überblick, welche Teile es braucht. Wir haben hier also einen Mixer, einen Mixerdeckel, auch ganz wichtig. Beim Smoothies mixen, kommt sonst der Smoothie oben raus. Hier haben wir einen Fahrradgurt, der nochmal zum Befestigen genutzt werden kann. Wir brauchen verschiedene Holzbretter, die als diese Plattform dienen. Und wir brauchen eine Menge an Schrauben und Flügelmuttern. Und wir brauchen eine alte Fahrradnarbe. Wie das jetzt alles zusammengebaut wird, zeigen wir euch gleich. Genau, wie gesagt, wir haben dieses Teil jetzt mal Plattform genannt. Die Plattform ist das Bauteil, auf das von oben der Mixer draufkommt und durch das hindurch der Antrieb gesteckt wird. Das sind jetzt hier mal 5 Eindrücke von 5 verschiedenen Fahrrädern, die wir gebaut haben. Das war, glaube ich, das allererste Smoothie-Bike. Das ist das, was auf dem Kinderspielplatz ist. Dieses hier ist in Halle unterwegs. Und dieses im Prachttomate-Garten in Berlin. Wir haben alle Fahrräder bisher mit einem Reibungsantrieb gebaut. Das heißt, ähnlich wie ihr es vielleicht vom Dynamo kennt, wir haben ein großes Rad und wir haben ein kleines Rad. Das ist unser Laufrad und dieses kleine Rad. Und einfach nur über einen Reibungskontakt zwischen diesen beiden Rädern findet ein Antrieb statt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, einen Kettenantrieb zu machen oder über einen Zahnräderantrieb zu machen. Das ist aber alles sehr viel aufwendiger und auch teurer zu bauen. Wir haben auch bisher nur eins gefunden, was mal mit einem Kettenantrieb gebaut wurde. Es war auch eher hochpreisig. Die meisten arbeiten mit einem Reibungsantrieb und das hat sich auch unserer Meinung nach eigentlich bewährt. Das ist ziemlich einfach und funktional. Das heißt, ihr braucht irgendein kleines Rädchen, das sich dreht. Das kann hier eine alte Skateboardrolle sein, das kann auch nur was aus Holz ausgeschnitten sein. Was das ist, wissen wir nicht, haben wir zufällig auf der Straße gefunden, hat aber genau die richtige Form und hat gut gepasst. Also irgendwas Rundes, was sich drehen kann. Genau, hier seht ihr nochmal den Plattform und den Antrieb von unten. Wir verwenden jetzt eben, wir machen quasi eine Achse, wir haben hier dieses kleine Rädchen, was an meinem Laufrad dran ist, was über einen Reibungsantrieb in und dass diese Drehbewegung bis oben in die Messerschneiden übertragen wird, müssen wir eine lange Achse bauen. Und um diese Achse stabil zu halten, dass sie wirklich gerade läuft und sie gut an der Plattform festzumachen, verwenden wir meist hier so eine Fahrradnarbe. Hat den Vorteil, dass die sehr formstabil sind, also die bleiben wirklich sehr gerade. In der Mitte kann schön der Schaft durchlaufen oder die Achse. Und dann haben die hier die vielen kleinen Löchlein, bei denen eigentlich unsere Speichen reingesteckt werden. Und die geben uns aber die Möglichkeit, dass wir da die Narbe an der Plattform festschrauben können. Ihr braucht dann noch eine Menge an Muttern, um die Abstände zu definieren. Weil je nachdem, wie hoch euer Gepäckträger ist, auf dem ihr die Plattform auflegt und wie weit dann das Laufrad weg ist, an das ihr dieses Übertragungsrad, nenne ich es mal, an dem das in Kontakt sein soll, müsst ihr hier diesen Abstand einstellen. Dafür eignet es sich, einfach Gewindeschrauben zu haben und mit Muttern zu arbeiten, um den Abstand richtig einzustellen. Genau. Dieses kleine Rad, dieses Smoothie-Antriebsrad sozusagen, sollte immer so positioniert sein, dass es im Prinzip hier an der höchsten Stelle des Laufrads sitzt. Weil dann ist es an der Stelle ist es auch gerade und ihr könnt da gerade das Rad anbringen. Entschuldige, wir sehen den Cursor nicht von dir. Der Zeiger, der ist irgendwie, du sagst immer hier und so, aber man sieht das nicht. Ah. Das ist vielleicht nicht aktiviert, Dankeschön. Ah, ja, okay. Gut, jetzt wieder? Ja. Okay, gut. Kannst du nochmal klicken, ob du dann die Maus hast? Ja. Jetzt ist die Maus da? Ich glaube nicht. Ich habe vorher angeschalten und dann war das halt dieser Punkt. Ah.
So. Okay, also diese Achse, erlauben es festzuschrauben, diese Achse ist die Antriebsachse und dieses kleine Rad sollte an der höchsten Stelle des Laufrades befestigt sein, weil es hier dann in einem geraden oder im Prinzip parallel, an dieser Stelle ist es fast parallel zu dem Laufrad. Genau. So sieht es von unten aus, von oben sieht es so aus. Man braucht halt wir haben meistens irgendeine Art Vertiefung gebaut, so eine Rille, wo der Mixer reingesetzt wird. Wir haben auch schon mal mit so Schrauben in der Mitte hingemacht, wo dann der Mixer drauf festgesetzt wurde. Also irgendwas, wie man so, ja, im Prinzip den Mixer reinstellt und sicherstellt, dass der sich nicht nach rechts und nach links verschieben kann, sondern stabil liegt. Hier haben wir die Plattform noch ein bisschen größer gebaut, sodass gleich noch ein Schneidebrett hingelegt werden kann, wo der Smoothie vorbereitet wird. Genau, hier nochmal zu der Verbindung jetzt. Wie sieht eigentlich diese Stelle hier oben aus, wo ich jetzt meinen Mixer draufsetze? Also hier habe ich schon den Mixer, seht ihr den von unten, der würde jetzt hier zack oben drauf gesetzt werden. Und wie genau diese Verbindung jetzt zwischen dieser Antriebsachse, die Drehbewegung von meinem Laufrad abholt im Prinzip, in Bewegung gesetzt wird und wie die nun diese Bewegung an den Mixer übergibt, zu der Stelle komme ich jetzt. Da ist unsere Lieblingsart oder, naja, weil sie sich einfach am meisten bewährt hat, das ist bei dem Smoothie Bike, was wir vor 8 Jahren gebaut haben und es ist immer noch in Benutzung, ist, wenn ihr es schafft, unten am Mixer wirklich alles so weit zu demontieren, dass nur noch die kleine Schraube rausguckt, bei der auf der anderen Seite innen die Messer drauf sitzen. Dann könnt ihr auf diese Schraube kleine Muttern aufbringen. Es kann sein, manche Mixer haben ein Rechtsgewinde, manche Mixer haben ein Linksgewinde. Da müsst ihr drauf achten, aber auch Linksgewinde-Schrauben-Muttern gibt es. Ein bisschen aufwendiger, müsst ihr vielleicht im Netz bestellen, aber die gibt es. So, und dann könnt ihr diese Muttern hier auf die Schraube aufsetzen und dann haben wir hier auf einen längeren Stab mit Gewinde hier unten, der später unsere Achse sein soll, haben wir hier oben eine Maschinenschraube mit Imbusskopf aufgeschweißt. Also hier in dieser Stelle ist eine Schweißverbindung. Das ist ein bisschen tricky. Man sollte schon ein bisschen Erfahrung haben mit Schweißen, damit es wirklich gerade ist. Genau. Aber dann ist es hier aufgeschweißt und jetzt ist der Vorteil, dass diese Schraube von innen oben im Kopf genau das Gegenstück zu meiner Mutter hat, nämlich einen Sechskant-Imbus-Anschluss. Und so passt jetzt, wenn ich diese Schraube, kann ich jetzt direkt hier auf meine Mutter draufsetzen und habe darüber einen Antrieb. Weil wenn die Schraube sich jetzt in Bewegung setzt, die Mutter meines Mixers hier drin sitzt, dann wird die automatisch mit in Bewegung versetzt. Das ist eine ziemlich stabile Art zu bauen. Wir haben... dieses Foto zeigt nochmal kurz, wie wir hier mit verschiedenen Muttern und Abstandteilen eben arbeiten, um die Rolle, die antreiben soll, auf der richtigen Höhe zu fixieren. Das heißt, wir setzen hier von innen zwei Muttern nebeneinander. Dann sind die gekontert. Das heißt, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Dann können wir das Rad draufsetzen und dann setzen wir von außen auch nochmal eine Mutter drauf. Dann ist dieses Rad wirklich fest auf der Achse fixiert, dann durch das Laufrad in Bewegung gesetzt wird, dann setzt sich die ganze Achse in Bewegung. Und hier ist der Vorteil, wir haben alles quasi auf einer kleinen Achse, die jetzt eben durch meine Fahrradnabe durchläuft. Die Fahrradnabe ist fest montiert an meiner Plattform, aber das Innere kann sich bewegen. Genau, hier ist nochmal eine Variante, die wir auch ein paar Mal ausprobiert haben. Kommt nicht bei manchen Mixern vor, dass hier unten dieses Antriebsteil, was bei vielen Mixern verwendet wird, dass wir das nicht abbekommen. Wir haben wirklich alles Mögliche probiert. Wir sind da auch mit Werkzeug ran. Mehrere Leute haben es probiert. Wir haben das einfach nicht abbekommen. Und dann hatten wir die Idee, auf diese Schraube nun nicht eine lange Schraube drauf zu machen mit einem Imbus, sondern einfach hier schräg
so ein Stückchen Metall, bei der einen Variante war es mal eine Schraube oder einen alten Nagel, den wir dann hier reinsetzen können. Aber da ist ein Problem, dass wir nun mit Metall auf Kunststoff arbeiten. Metall ist hart, Kunststoff ist relativ weich. Das heißt, nach einer gewissen Zeit, mal schneller und mal langsamer, hat dieses Gummi einfach abgerieben und das hat nicht mehr funktioniert. Einmal hatten wir das Glück, da konnten wir auch vom Mixer dieses Antriebsteil nicht abnehmen, konnten aber noch das Gegenstück, was im Elektromotorteil war, wieder rausnehmen. Und das hatte innen drin auch ein Innengewinde und hat ganz gut mit den Teilen gepasst, dass wir das quasi hier oben montieren konnten. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Aber am elegantesten ist unserer Meinung nach schon, wenn ihr dieses Teil des Mixers abbekommen könnt und da einfach Muttern drauf macht und so eine Imbusschraube findet, die gerade aufschweißt. Und dann habt ihr hier eine schöne Achse, die ihr durch die Narbe durchziehen könnt. Und der Mixer wird euch lange Freude bereiten. So, okay. Entschuldigung, wir haben gerade mal kurz den Chat geprüft, weil wir das nicht mehr gesehen haben. Scheint aber jetzt, ich achte da jetzt nochmal drauf. Okay. Ja, das war zum den verschiedenen Antriebsarten. Das waren jetzt nur anhand von Beispielen und ich konnte jetzt auch nicht sagen, macht es genau so. Aber was vielleicht rübergekommen ist, ihr braucht verschiedene Teile dafür und ihr braucht ein bisschen Lust zum Ausprobieren. Es hängt wirklich von eurem Fahrrad ab, wo der Gepäckträger angebracht ist. Es hängt von dem Mixer ab, den ihr bekommen habt. Und letztlich ist es dann wirklich doch bei jedem, oder bei unserer Erfahrung, bei jedem Smoothie-Bike dann die neue Herausforderung, wenn wir Fahrrad und Mixer haben, uns dann zu überlegen, wie machen wir diesen Antrieb. Deswegen haben wir euch jetzt nochmal anhand von Beispielen das gezeigt, wie wir das realisiert haben und was nicht so gut funktioniert hat und was eigentlich sehr gut funktioniert hat. Aber Hauptding ist, ihr braucht eine Fahrradnarbe, die fest sitzt. Ihr braucht eine Plattform, wo ihr den Mixer draufstellt. Eine Fahrradnarbe, die ihr festmachen könnt an der Plattform und in der ihr dann eine Achse befestigen könnt, die die Drehbewegung übernimmt, die sich quasi auch in dieser Plattform drin drehen kann, um dann oben die Drehbewegung an den Mixer zu übergeben. Genau. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon euren Mixer montieren. Hier haben wir es für ein Fahrrad ziemlich robust montiert. Da haben wir nochmal so alte Fahrradschlauch als Spanneinrichtung drüber gespannt. Also hier könnte es sogar funktionieren, während der Fahrt auch zu mixen, wenn man sich nicht zu stark in die Kurve legt. Das braucht es aber nicht. Wie ihr seht, hier zum Beispiel, das ist ein Fahrrad, was sehr viel im Einsatz ist. Das wird halt meistens mit betreut, dass eine Person hinten steht und den Mixer noch festhält, ist aber auch in Ordnung. Hier bei dem ist es auch, es steht sehr stabil, das Fahrrad. Der Mixer wird hier hinten draufgesetzt und dann kann gemixt werden. Hier haben wir vorne dann noch eine Kiste mit drauf gepackt, wo die ganzen Bauteile, wenn nicht gemixt wird, mit transportiert werden können. Das sind so die letzten Endmontageschritte. Genau, vielleicht zum Bau. Habt ihr da jetzt noch mal Fragen, wo ich kurz drauf eingehen kann oder Sachen, die nicht ganz klar waren? Sonst, weil ich danach noch mal was zu dieser Übersetzung erklären wollte. Ich trinke mal einen Schluck Tee. Ja, genau, danke. Die Frage kam, wie anstrengend das Mixen ist. Tatsächlich ist es ist sehr wenig anstrengend. Es ist so wenig anstrengend, dass die meisten irritiert sind, wenn sie auf dem Fahrrad mixen und in die Pedale treten. Was daran liegt, dass das Hinterrad, was ich jetzt nun antreibe, wenn das Fahrrad aufgebockt ist, weil dieses Hinterrad meinen Mixer antreibt, dass das keinen Kontakt mehr hat mit der Straße. Das heißt, es fehlt die komplette
Reibung mit der Straße, was ja auch Kräfte sind, die dann wirken, die ich nicht aufbringen muss. Das heißt, es kann sich sogar so anfühlen, dass es ist, wie ins Leere zu treten. Manche haben das auch als ein bisschen unangenehm empfunden. Da könnte auch gut sein, darauf zu achten, ein Fahrrad zu nehmen, was auch nochmal eine Schaltung hat. Hat immer so Vor- und Nachteile, weil bei einer Kettenschaltung wäre dann das Problem, dass ich mit dem meinen Ständer nicht so gut drauf bekomme. Oder dass ich halt eine Nabenschaltung nehme und dann einen sehr hohen Gang einstelle. Aber es ist tatsächlich relativ leicht, also überhaupt nicht anstrengend zu mixen. Genau, wo man so Achsen oder Gewindestangen, genau, ihr könnt zum Teil einfach Gewindestangen nehmen. Gewindestangen könnt ihr im Baumarkt kaufen. In vielen offenen Fahrradwerkstätten und offenen Metallwerkstätten liegen so Teile aber auch rum. Wir haben zum Teil auch einfach Achsen genommen, die, also in so einem Fahrrad, in einem Laufrad ist ja hier innen die Narbe drin und durch die Narbe läuft auch eine Achse durch. Ihr könnt auch so Fahrradachsen nehmen und die gibt es in ganz verschiedenen Längen und Längen und Kürzen, wollte ich sagen. Und in gut sortierten Fahrradwerkstätten, offenen Fahrradwerkstätten, gibt es meistens irgendwo eine Dose, wo so verschiedene Schnellspanner und Achsen drin liegen. Da könnt ihr die verwenden. Meistens haben wir es dann eben nochmal verlängert, dass wir diese Achse hatten und dann halt nochmal eine Schraube draufgeschweißt haben. Dadurch hat es die ganze Länge gehabt. Oder sonst eine Achse, wenn die reicht vom Unterteil bis zum Fahrrad, das kann oft der Fall sein. Oder sonst eine Gewindestange aus dem Baumarkt oder auch aus der Schrottkiste. So, jetzt haben wir nochmal die Frage zu den, mit den 100 Watt. Genau, die 100 Watt sind es doch, die wir dann da, ja, wahrscheinlich ein bisschen weniger, die wir übertragen, weil die Reibung wegfällt. Was wir da jetzt merken ist mit dem Fahrrad, wir bekommen halt nur eine bestimmte Drehzahl hin, das erkläre ich gleich, die ist viel niedriger. Und wir bekommen, also man kann hier halt nur weiches Obst mit mixen, also Nüsse wird schwierig. Bei einem harten Apfel ist es tatsächlich auch schon schwierig, weil für den Moment, wenn die Messer auf einen harten Gegenstand treffen, auch da braucht es dann quasi die höhere Leistungszahl von einem elektrischen Mixer. Aber wenn man weiches Obst nimmt und genug Flüssigkeit drin hat, kann man schon leckere Smoothies mixen. Genau, also ich würde mal weitermachen mit der Übersetzung. Wenn ihr nochmal Fragen habt zu dem Bau, stellt die doch nochmal mit rein. Genau, Bananen mit Mandelmilch ist lecker, noch ein bisschen Vanille dazu. So, wir haben hier nochmal zur Übersetzung. Ganz kurz die Basics. Also wir wollen in dem Beispiel jetzt mal hier von einem kleinen Rad, von diesem roten Zahnrad, das wird in Bewegung gesetzt. Über die in sich ineinander greifenden Zähne würde dann dieses blaue Rad in Bewegung gesetzt werden. Das gelbe Rad sitzt auf der gleichen Achse wie das blaue. Das heißt, wenn das blaue in Bewegung gesetzt wird, wird das gelbe automatisch in Bewegung gesetzt auch. Und da das wieder mit dem grünen verzahnt ist, wird dann das grüne in Bewegung gesetzt. Wie sich jetzt die Geschwindigkeiten ergeben, das ist definiert über die Übersetzung. Und wenn man jetzt zu einem ganz klassischen Beispiel mit Zahnrädern kommt, dann wird das tatsächlich über die Anzahl der Zähne definiert. Also die Übersetzung ist definiert durch die Anzahl der Zähne bei dem angetriebenen Fahrrad, bei dem angetriebenen Zahnrad, geteilt durch die Anzahl der Zähne bei dem antreibenden Zahnrad. So ist es einmal die Übersetzung definiert. Und die andere Definition der Übersetzung ist, dass es die Drehzahl des angetriebenen Zahnrads geteilt durch die Drehzahl des antreibenden Zahnrads geteilt durch die Drehzahl des angetriebenen Zahnrads. Einmal in Zahlen übersetzt. Ein kleines Zahnrad, das sich dreht und ein großes Zahnrad in Bewegung setzt, dann wird das große Zahnrad genau so viel langsamer sein, wie es größer ist als das kleine Zahnrad. Wir schauen uns das jetzt aber nochmal anhand von Zahlen an. Also ein kleines Zahnrad tut ein großes Zahnrad in Bewegung setzen. Das kleine Zahnrad ist dabei schneller als das große Zahnrad. Wenn ein großes Zahnrad wiederum, wenn sich dieses große Zahnrad jetzt drehen würde, das antreibende,
Zahnrad wäre und das Kleine in Bewegung setzt, dann würde das kleine Zahnrad genau so viel mal schneller sich drehen, wie es kleiner ist als das große Zahnrad. Ich habe jetzt das mal durchgerechnet, nochmal anhand von diesem Kindersmoothie-Bike. Wir erinnern uns, hier ist es der Fall, ich sitze auf dem Sattel und trete in die Pedale. Diese Pedale sitzen auf der gleichen Achse wie mein Kettenblatt. Das Kettenblatt an diesem Fahrrad hat insgesamt 27 Zähne. Dann findet von diesem Kettenblatt über die Kette eine Übertragung zu dem Ritzel hier vorne auf dem Laufrad statt. Dieses Ritzel hat 18 Zähne. Dieses Ritzel sitzt nun auf dem gleichen Laufrad, auf der gleichen Achse wie dieses Laufrad. Dieses Laufrad hat keine Zähne. Ist schwierig zu bestimmen, aber die Übersetzung funktioniert auch, funktioniert einmal mit Anzahl der Zähne. Ihr könnt aber auch statt Anzahl der Zähne den Durchmesser des Rades angeben. Es ist einfach irgendein Maß, was dafür ist, was die unterschiedlichen Größen, Dimensionierungen der Räder wiedergibt. Also habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, dieses fairen Durchmesser von 70 cm. Dann hat mein Mixerantriebsrad, was hier oben sitzt, ungefähr einen Durchmesser von 5 cm. Und die Schneideblätter, die im Mixer innen drin sind, haben auch ungefähr einen Durchmesser von 5 cm. Jetzt kann ich mir ausrechnen, wenn ich, ich mache es einmal noch mit Schreiben. So. Wenn ich an meinem antreibenden Zahnrad, Genau, also in dem Fall ist jetzt hier, ich will jetzt meine Übersetzung berechnen, dafür ist die Abkürzung I. So, I, meine Übersetzung. Wie viele Zähne hat mein, das kommt oben in den Zähler, Z-Abtrieb. Wer weiß, was Z-Abtrieb ist? Könnt ihr schreiben? Aha. Und hier noch auf der Suche nach der Physikformelsammlung. Also ich gebe es nochmal an, fangen wir mit dem Einfachen an, Z-Antrieb, also die Anzahl der Zähne von meinem Antrieb. Das ist genau hier, wo ich auf die Pedale trete. Hier habe ich 27 Zähne. Und mein angetriebenes Ritzel, also wo die Kraft, was ich antreibe, ist das Ritzel vorne, das hat 18 Zähne. Das heißt, meine Übersetzung ist genau 2:3. Ich kann nämlich beides durch 9 teilen. Meine Übersetzung ist 2:3. Das heißt in dem Fall, ich habe ja hier das kleine Rad, vom Ritzel, vom Kettenblatt komme ich, das große Rad, das kleine Rad in Bewegung. Und dieses kleine Rad wird sich genau 3/2 mal schneller drehen, also 1/2 mal so schnell drehen wie dieses große Kettenblatt. Wie schnell wird sich dann das, oder wir gehen jetzt nicht, gehen mal zu den Lösungen, Entschuldigung. Also wir kommen mit zwei Größen, oder ich habe es mal hier für zwei Beispiele berechnet. Wir schauen uns mal erstmal dieses Beispiel an. Eine ziemlich angenehme Art und Weise zu treten, was wir auch über eine längere Dauer machen können, ist so ungefähr 60 Umdrehungen pro Minute, also eine Umdrehung pro Sekunde. Wenn ich jetzt mein Kettenblatt hier mit 60 Umdrehungen pro Minute antrete, das ist das größere Kettenblatt, dann wird sich dieses kleinere Ritzel hier vorne mit 90 Umdrehungen pro Minute drehen, weil wir haben eine Übersetzung hier dazwischen von 2:3. So. Das heißt, mal jetzt schwer lesen, hier hinten dreht sich das ja um, hier habe ich Abtrieb durch Antrieb, hier habe ich Antrieb durch Abtrieb, also dreht sich mein Ritzel vorne genau 1/2 mal so schnell wie mein Kettenblatt beim Antrieb. Mein Vorderrad wiederum dreht sich jetzt aber genauso schnell wie mein Ritzel, weil die beiden sind starr miteinander verbunden. Die sitzen ja auf der gleichen Achse. Das wäre jetzt hier dieses Beispiel von dem blauen und dem gelben Zahnrad. Die können keine unterschiedlichen Geschwindigkeiten haben, weil die auf der gleichen Achse sitzen. So, jetzt bin ich beim Vorderrad. Das hat einen Durchmesser von 70 cm. Und dreht sich jetzt mit einer Geschwindigkeit von 90 Umdrehungen pro Minute.
und setzt dabei dieses Antriebsrad des Mixers in Bewegung, das nur 5 cm Durchmesser hat. Das hatte ich jetzt schon mal ausgerechnet. Hier ist dann die Übersetzung 0,07, also sehr viel kleiner. Und in dem genau diesem Verhältnis wird nun die Umdrehungszahl erhöht. Das heißt, von 90 Umdrehungen pro Minute auf dem großen Rad wird sich das kleine Rad insgesamt 1285 Mal pro Minute drehen. Alles bestimmt über das Verhältnis, also 5 geteilt durch 70 ist meine Übersetzung. Das ergibt, und dann muss ich die. Entschuldigung. Genau, Antrieb. 5 geteilt durch 70 ist meine Übersetzung. Und dadurch muss ich nochmal die 90 teilen, dann komme ich auf meine 1285. Konrad kommt auf 1260, da geht es jetzt einfach um Rundung, weil da kommt keine genau gerade Zahl raus, aber die Rechnung so ist richtig. Genau, ihr könnt es ein bisschen besser schreiben in dem Chat, als ich hier auf den Folien. Ja, danke für die Ergänzung. Genau, also die Übersetzung wäre 5 geteilt durch 70 und dann muss ich das Ergebnis davon 90 durch das Ergebnis davon teilen. Das heißt, der Bruch dreht sich um. Was das Gleiche ist, wie ich nehme die 90 mal die 70 und teile es durch 5. Dann habe ich meine Umdrehungszahl bei meinem Mixer-Antriebsrad. Und da jetzt wieder die Schneideblätter auf der gleichen Achse sitzen wie mein Antriebsrad, habe ich hier die gleiche Geschwindigkeit. Und wenn er jetzt richtig in die Pedale tretet, weil es ist ja so leicht, es ist kein Widerstand da und er strampelt doch richtig einen ab, dann könnt ihr auf eine Umdrehungszahl von 2570 kommen. Deswegen vorher von Lisa schon mal so die grobe Größenordnung, dass sich so ein Fahrradmixer dreht sich zwischen 1500 und 3000 Umdrehungen pro Minute, während so ein Elektromixer Umdrehungszahlen von bis zu 12.000 Umdrehungen pro Minute hinbekommt, also sehr viel größer. Genau. Entschuldigung, ich merke gerade, sowas zu erklären ist sehr viel einfacher, wenn man gemeinsam in einem Raum ist und ich währendher auf einem Poster was malen kann. Ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie rübergekommen. Sonst nochmal die alte Physikformelsammlung rausholen. Dann ist es eine relativ einfache Rechnung mit geteilt und mal. Dann könnt ihr euch das herleiten. Das war es jetzt eigentlich zum Bauteil. Jetzt würden wir nur noch mal kurz zusammenfassen, was wir dafür brauchen und was ist noch so für den Betrieb unsere Tipps, was dafür nützlich ist. Und dazu übergebe ich noch mal an Lisa. So, okay, dann kommen wir zum letzten Teil des Webinars. Und zwar dazu, wie Ari schon gesagt hat, nochmal zusammenzufassen, was wir eigentlich jetzt brauchen, wenn ihr euch entscheidet, ihr wollt selbst ein Smoothie-Bike bauen. Ihr habt das wahrscheinlich jetzt schon an einigen Stellen gesehen und geahnt, ihr solltet solltet Menschen mit Tüftellust und auch mit etwas Zeit sein, wenn ihr ein Smoothie-Bike bauen wollt. Ihr habt auch bemerkt, dass wir euch keinen fertigen Bauplan geliefert haben und auch nicht liefern könnten, weil eben die Unterschiede einfach so groß sind zwischen einzelnen Fahrrädern allein schon, sodass man doch einfach Lust haben muss, darauf irgendwie diese technische Herausforderung zu machen. Man braucht Geld, das kommt dann auch wiederum darauf an, auf was ihr zurückgreift. Habt ihr ein gebrauchtes Fahrrad, habt ihr alte Fahrradteile, habt ihr einen Mixer umsonst bekommen oder kauft ihr doch das eine oder andere Teil? Die Erfahrung hat uns gesagt, dass wir immer so ein bisschen eine Mischung gemacht haben. Wir haben gebrauchte Fahrräder genommen, haben aber dann auch Teile neu nachgekauft und bei alten Fahrrädern oft noch mal ein bisschen mehr Zeit natürlich gebraucht, um die auch wieder fit zu machen. Dann aber dafür eben kein Geld für ein Fahrrad ausgegeben. Dann braucht ihr einen Ort oder ein Konzept, wo später das Rad zur Lagerung oder Nutzung stehen kann und auch so zugänglich ist, dass es wirklich genutzt wird. Also bei uns ist das gerade immer wieder unser Büro oder bei mir oder bei
Ariane und wir sind erreichbar über unsere E-Mail-Adresse. Also als ein Beispiel, bei vielen Gemeinschaftsgärten kann das Fahrrad natürlich einfach im Garten stehen. Das ist super, wenn man dafür Platz hat. Und dann steht es im Schuppen, wenn es nicht benutzt wird und wird dann rausgeholt. Und was wir auch wichtig finden, was uns eben auch einfach aufgefallen ist in den letzten Jahren mit unserem Smoothie-Bike, ist, dass es sowohl während des Betriebs Betreuung braucht, also wir sind eigentlich immer dabei, wenn das genutzt wird. Wir leihen es gelegentlich aus, geben dann aber auch eine Anleitung mit und sagen auch, dass es eben eigentlich nicht genutzt werden kann, ohne dass auch eine erwachsene Person dabei ist. Das kommt natürlich aufs Modell an, auch ein bisschen, aber und auf das Alter von den Nutzenden. Aber unser Modell ist zum Beispiel in so einem Ständer drin und das kippt zu schnell um, als dass wir wollen, dass Leute das ohne Betreuung benutzen. Und es hat sich auch herausgestellt, dass wir es auch gelegentlich warten müssen. Also es ist nicht damit gemacht, dass das Fahrrad einmal gebaut ist und dann können wir es für immer benutzen, sondern es fallen immer mal wieder Teile ab. Man muss noch mal gucken, warum jetzt der Antrieb gerade nicht funktioniert oder ein Teil nachkaufen. Also sind verschiedenste Dinge, aber auch nach dem Bau haben wir immer wieder einfach steht das nicht einfach da und wird genutzt, sondern braucht es weiterhin Zeit und Hingabe, dieses Fahrrad zu verwalten und zu nutzen. Genau. Was haben wir noch? Wir haben überlegt, man braucht für den Bau auch Materialien und einen Plan. Hier ist eine schöne kleine Skizze, die mal in einer Gruppe entstanden ist, gemacht wurde, um dann ein Fahrrad zu bauen. Da fehlen natürlich noch viele Details, das soll kein Ideal sein, sondern mehr, dass wir das doch recht hübsch fanden, dieses gemalte Fahrrad hier. Und hier sind zwei Bilder, die zumindest das hier ist von Tamara Dean, ein Buch, das wir auch viel benutzt haben, um zu verstehen, Ari hält das jetzt in die Kamera. Dieses Fahrrad, genau, dieses Buch können wir euch auch empfehlen, haben wir auch am Ende nochmal den Link dazu oder die genaueren Daten, da haben wir relativ viel Information auch immer wieder rausgenommen. Und genau, wir sagen kurz was zur Frage, die hier steht. Genau, weil die Frage, letztlich, es kam nochmal die Frage, welcher Leistung das jetzt entspricht, wenn wir mit 60 Umdrehungen pro Minute drehen. Das kommt darauf an, auch quasi welchen Widerstand ich dann nochmal habe. In diesem Buch gibt es ein ganz ausführliches Kapitel darüber, welche Personen oder in welchen Fällen mit welcher Umdrehung über welcher Zeitraum welche Leistungen erbracht werden können. Da kann das nochmal genauer nachgeschaut werden, weil ich glaube, letztlich so ein bisschen wegen der Zeit und auch wie viel wir nur die Basics eingeführt haben, wird es zu weit gehen, das nochmal alles herzuleiten. Aber es ist letztlich auch gar nicht so relevant, wie viel Watt das jetzt genau sind. So ein Fahrradmixer hat ungefähr zwischen 50 und 200 Watt, je nachdem wer, wie lange, wie fest reintritt und was für ein Widerstand sich daraus ergibt. Das ist schon mal so die Größenordnung, während ein elektrischer Mixer eben um die 1000 Watt hat. Wer aber sich damit gerne genauer beschäftigen will nochmal, welche Leistungen Menschen auf die Pedale bringen können und wie wir die übertragen können, können wir dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Okay, genau, das als Antwort auf die Frage. Ich mache weiter in den Folien und zwar, was es dafür braucht. Es braucht noch eine Werkstatt oder vielleicht auch mehrere, denn es fallen verschiedene Arbeiten an. Was wir mit Metall machen, was wir am Fahrrad machen, ist toll, wenn man es in einer Metallwerkstatt machen kann. Das heißt, Metall zu schneiden, Metall zu feilen und dann aber auch Metall eben wieder zusammenzufügen, zu schweißen. Das seht ihr hier, ist in der Metallwerkstatt hier in Berlin gewesen. Auch das hier ist in der Metallwerkstatt beim Flexen. Und das hier ist ein Bild von der Metallwerkstatt, wo wir das alles gemacht haben, hier in Berlin. Es ist aber auch für diesen Plattform gut, wenn man Werkzeuge hat, mit denen man Holz bearbeiten kann. Das ist und für das Fahrrad genau verschiedene Fahrradwerkzeuge da zu haben, ist auf jeden Fall auch sinnvoll, sobald wir mit Fahrradachsen arbeiten und Ketten spannen wollen und so weiter. Genau, also gerade wenn ihr ein altes Fahrrad wieder aufmöbeln wollt, dann ist eigentlich eine Fahrradwerkstatt der perfekte Ort dafür. Genau.
Was braucht es noch? Das kam vielleicht auch schon rüber. Es braucht auch Zeit. Und wir können euch nicht sagen, wie lange ihr für euer Smoothie-Bike braucht. Wir selbst brauchen, das kann ich euch auch nicht genau sagen, weil man so viele verschiedene Schritte zusammenzählen müsste. Angefangen dabei, die Idee zu haben, ein Smoothie-Bike zu bauen, darüber die Materialien zusammenzusammeln, einen Plan zu machen, dann wirklich konkret in die Werkstatt zu gehen und vor Ort zu sein und die Teile einzeln zu bauen und zusammenzusetzen. Aber wir schätzen, dass es unter 2 Tagen für Leute, die das noch nicht gemacht haben, eher schwierig ist, ein Smoothie-Bike zu bauen. Also mindestens 2 Tage Werkstatt sollten schon vorgesehen werden. Genau, je nachdem, wie viel Vorwissen auch da ist oder wie. Genau. Und mehrere Personen. Wir haben oft mit 2 bis 3 Personen gebaut und dann kann man sich die Arbeit auch ganz gut aufteilen, sodass alle was zu tun haben, nicht irgendwer rumsteht oder nicht zu viel, also nicht zu viel Leerlauf entsteht, und aber trotzdem man ganz gut vorankommt. Deswegen haben wir auch keine, also wir haben Smoothie-Bikes auch in Gruppen gebaut, in Summer Schools an der TU Berlin, da hatten wir 4 Wochen Zeit zum Beispiel, da haben wir dann aber auch angefangen bei null und haben die Studierenden auch selbst den größten Teil dann sich überlegen lassen. Dann sind 4 Wochen zum Beispiel auch eine gute Zeit, um ein Smoothie-Bike zu bauen, aber das ist natürlich im Alltag für die meisten von euch vermutlich nicht möglich. Und aber genau, wir glauben, dass ihr mit so ein paar Personen und Zeit und Lust euch da ranwagen könntet. Vielleicht noch so mit Hintergrund: Schweißen kann man natürlich nicht in jeder Werkstatt machen. Wir arbeiten oft zum Beispiel mit einer Freundin zusammen, die gut schweißen kann. Mittlerweile kannst du auch ganz gut schon schweißen, ne? Aber das ist natürlich auch teilweise einfach noch vielleicht Leute dazu zu holen, die die ein oder andere Technik können und die mit Teilen auch mit einzubeziehen, hat sich für uns immer als sinnvoll erwiesen, wenn wir selber eine Technik nicht beherrscht haben oder ein Handwerk. Genau, dann kommen wir zum letzten Teil, nur noch kurz. Und zwar haben wir auch herausgefunden, dass es sinnvoll ist, wenn man ein Manual dazu macht, also wie bei jedem technischen Gerät, was ihr sonst kauft, habt ihr auch ein Handbuch dazu, einfach wie ihr das zu benutzen habt. Und auch gerade bei so Geräten, die dann in Gemeinschaftsgärten oder an Orten stehen, wo sie vielen Menschen zugänglich sind oder sein sollen, ist es sinnvoll, das kennt ihr vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wenn man irgendwie zusammenfasst, wie die Sache funktioniert und worauf zu achten ist. Und was uns dabei bisher aufgefallen ist, ist, dass darauf zu achten, welche Sprachen man verwendet. Also hat man ein oder vielleicht ein mehrsprachiges Publikum, wirklich leicht verständlich zu formulieren. Und das ist bei so einem technischen Teil wie diesem Fahrrad dann am besten auch zusammen mit einer Skizze zu machen, weil die Einzelteile Leute vielleicht gar nicht kennen. Also was ist der Antrieb, was ist die Plattform, was ist der Mixer, das genau einmal so ein Bild zu haben, wo alles einzeln beschrieben und erklärt wird. Ist super, wenn man Leuten ermöglichen will, das Fahrrad zu benutzen, die das nicht kennen und auch kein großes technisches Hintergrundwissen haben. Dann haben wir noch, empfehlen wir noch gut sichtbare Sicherheits- und Nutzungshinweise anzubringen. Das kann sein, nicht in die Kette fassen, nicht in die Speichen fassen oder auch nicht in den Mixer fassen. Und als letztes haben wir immer dabei etwas Werkzeug. Zum Beispiel haben wir immer einen Schraubschlüssel dabei, falls sich Muttern lösen, gerade an dem Antrieb. Oder was haben wir noch dabei? Ja. Genau. Agavendicksaft und Zitronensaft und eine weiche Banane sollte auch immer mit am Start sein. Genau, und zu allerletzt zum Manual inhaltlich, also das Betriebsbuch, das Handbuch, von dem ich eben gesprochen habe, was kann da inhaltlich rein? Ich habe es gerade schon gesagt, eine Skizze ist super, hier ist das zumindest probiert worden oder schon angefangen worden mit hier Nummerierung und dann hier an dem Rand steht dann, was das alles ist. Es sollte drinstehen, wie muss ich das Smoothie-Bike vorbereiten, um es zu nutzen, wie kann ich es betreiben und auch, wie kann ich es wieder aufräumen auf die Gefahren. Ach so,
Und auf die Gefahren, die beim Betrieb bestehen, hinzuweisen. Also wie kann ich Stürzen vorbeugen? Wie könnt ihr vermeiden, dass Leute sich verletzen? Und auch, wie soll es betrieben werden, dass der Verschleiß nicht so schnell voranschreitet? Das sind Punkte, die wir in Manuals unterbringen. Wir haben auch selbst Manuals geschrieben. Falls ihr ein Buch schreiben wollt, können wir ein Fahrrad bauen wollt, geben wir euch auch gerne unsere Manuals als Vorlagen. Dann könnt ihr die benutzen und auf euer Fahrrad anpassen. Genau, und das ist nochmal ein paar Hinweisschilder, die wir schon aufgehängt haben oder weitergegeben haben. Bei Kindern war nur ein Kind aufs Rad, nur Kinder bis 13 Jahre, ein Bild nicht in die Speichen zu fassen. Und nicht in den Mixer zu fassen, ein Bild. Und genau, damit bin ich ganz schnell holterdiepolter ans Ende gekommen von unserem Vortrag. Genau, wir sind damit am Ende. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und dass ihr euch unser Webinar angeschaut habt. Und wir beantworten jetzt natürlich sehr gerne noch Fragen. Ja, beziehungsweise auch umgekehrt. Ich habe, wir konnten nicht alles in dem Chat verfolgen, aber mitbekommen, dass es um ein dreirädriges Lastenrad geht. Tatsächlich wäre es toll, wenn ihr uns Lust habt, davon mal ein Foto zu schicken, weil wir haben nämlich noch ein Dreirad rumstehen, was wir mal geschenkt bekommen haben und das soll unser nächstes Musibike werden. Also das heißt, auch gerne im Austausch nochmal Erfahrungen oder Fotos zeigen, wie aus einem dreirädrigen Fahrrad ein Musibike gebaut wurde. Katharina? Was ist das vielleicht, oder? Lastenräder fährst du so? Ah ja, okay. Gut, habt ihr noch, gibt es noch Fragen? Dann könnt ihr die gerne jetzt noch stellen. Die Frage ist, ob es auf YouTube gibt. Soweit wir wissen, ja. Da wird wahrscheinlich die Moderatorin gerade noch was schreiben. Genau, wird hochgeladen. Genau, Katharina hat auch gerade noch mal den Maya-Pedal-Link geteilt. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Inspirationsquelle auch für uns gewesen. Jegliche Art von Fahrradmixern und haben auch tolle Manuals. Die Buchliste, wir klicken noch mal hier weiter. Hier sind die Quellen. Hier Tamara Dean, hier seht ihr noch mal die Quelle, The Human Powered Home. Das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Welche Marke vom Mixer sich am besten eignet, um demontiert zu werden? Tatsächlich wüsste ich das auch noch gerne, weil den Mixer, den wir gekauft haben, da ist keine Markenbezeichnung drauf. Oder die zwei, die bisher am besten benutzt, funktioniert haben, waren von Flohmarkt und es war keine Markenbezeichnung drauf. Mhm. Können wir gerade noch nicht sagen. Wir sind da auch noch, waren auch auf der Suche und fänden es eigentlich auch gut, mal ein Modell zu finden, wo wir sagen, das funktioniert voll gut, das auseinanderzubauen und damit ein Smoothie-Bike zu bauen. Und wir wissen auch, wie das heißt und wo wir das bekommen, ohne es neu kaufen zu müssen. Aber das haben wir leider auch noch nicht hinbekommen. Mhm. Zum Laden, nochmal kurz Rückfrage an Sarah. Meinst du Fahrrad mit technischen Geräten wie Smartphones, also um ein Smartphone zu laden? Nee, haben wir noch nicht gemacht. Das wäre jetzt aber ein anderer Anwendungsfall nochmal, wie Lisa ja vorher hergeleitet hatte. Bei dem Smoothie-Bike jetzt oder bei dem Fahrrad-Gartenhäcksler zum Beispiel, da machen wir wirklich, wir tun mechanische Energie in mechanische Energie umwandeln. Durch eine Kraftbewegung, die wir auf die Pedale übertragen, wird das erste in Bewegung gesetzt, dieses Kettenblatt. Und ab da wird einfach immer mechanische Drehbewegung weiter übertragen und wir gehen überhaupt nichts, wir haben nichts mit elektrischer Energie zu tun. Während du dein Smartphone ja mit elektrischer Energie, also mit Strom laden musst. Das heißt, da muss nochmal dazwischen geschaltet werden, ein Generator. Ein Generator ist ein Bauteil, der aus einer Drehbewegung elektrischen Strom herstellen kann, indem Magnete an Spulen vorbeiflitzen, vereinfacht gesagt. Das heißt, es wäre schon nochmal ein bisschen aufwendiger, einen Handygenerator zu bauen.
Ich weiß aber, dass die Anstiftung hat, glaube ich, in Dresden oder in Leipzig auch mal ein Projekt dazu finanziert, wo so ein Fahrradtriebgenerator gebaut wurde. Also auch dazu gibt es Bauanleitungen. Und wie Gudrun da auch noch mal gepostet hat, es gibt ja auch so pedalbetriebene Kinos. Also es gibt auch verschiedene Anwendungen, wo man wirklich mit dem Fahrrad auch Strom herstellen kann, mit dem Smoothie-Bike nicht. Da vielleicht auch so noch mal aus der Ingenieursperspektive, der Ingenieurinnenperspektive, das sind auch keine besonders effizienten Anwendungen. Also es wäre immer ressourceneffizienter, dein Handy dann doch mit der Steckdose oder mit einer Solaranlage zu laden. Das ist aber trotzdem interessante Anwendung für Events und wenn man auch einfach mal darauf aufmerksam machen will, wie viel Energie reingesteckt werden muss, um Strom herzustellen. Weil für dieses Fahrradkino müssen meines Wissens nach immer 12 bis 16 Leute wirklich permanent strampeln, damit auch das genug Strom produziert wird, damit der Beamer betrieben werden kann. Genau. So, Fahrradkino. Jetzt sind wir das länger. Okay. Gut, dann machen wir mal noch unsere Abschlussfolie und bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und wenn ihr noch nachträglich Fragen habt, könnt ihr uns über kontakt@kante.info auch nochmal kontaktieren. Schönen Abend noch. Genau, ja. Oder ich danke euch auch ganz herzlich, war sehr spannend und finde sehr praxisorientiert mit all den Möglichkeiten. Und ihr habt super aufgezeigt, ne, dass es einfach gar keine einfache Lösung geben kann, weil die Komponenten so unterschiedlich sind. Aber ich denke, es ist sehr inspirierend, sich da zu vertiefen und zu gucken, wo kriegt man die Materialien her. Teilt das sehr gerne auch mit uns, sodass wir es dann weitergeben können. Tipps, Tricks, wo kriegt man Dinge her, was eignet sich wirklich gut. Wir sind dabei, so eine Community-Site, nennen wir es, zu entwickeln, wo dann endlich auch interaktive Möglichkeiten bestehen, die wir jetzt ja auf der Anstiftungsseite so gar nicht haben, wo man solche Tipps dann auch wirklich miteinander teilen kann. Herzlichen Dank. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr direkt Kante kontaktieren. Falls ihr eher unsere E-Mail habt, könnt ihr natürlich auch die Fragen an uns schicken und wir leiten sie weiter. War ganz spannend. Herzlichen Dank und einen schönen Abend an euch alle, wo auch immer ihr seid. Tschüss. Tschüss. Tschüss.